Ja, einen wunderschönen guten Abend, besser gesagt, wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt hier gerade zuschauen. Ich nehme das Video am Abend auf, am 24.06. um 22.33 Uhr. Warum? Weil ich gerne nochmal gucken will in mein Wettkonto und zwar mit euch gemeinsam. Wir gucken mal, wie sind die letzten drei Wetten gelaufen. Also wir gucken gleich mal ins Wettkonto. Während wir das machen, machen wir hier mal den neuen Ladevorgang im Wettanalyzer-Tool und laden uns damit die neuesten Wahrscheinlichkeiten rein. Und jetzt gehen wir mal in unser Tool. So, also, hier habe ich es schon aufgemacht. Also, es hat sich nichts getan. Immer noch 82,55 € im Wettkonto, soweit so gut. Wir gucken mal rein, die letzten drei Wetten, die haben wir nicht gewonnen. So, was sagt denn uns das? Wir hatten hier von den drei Wetten mal zwei mit einem Euro gesetzt. Warum? Weil wir uns da ein bisschen haben hinreißen lassen. Und wie ist das eben beim Wetten? Das kann man eben Risiko auch mal mit einem Verlust bezahlen. In dem Moment ist es kein richtiger Verlust, es ist ein 1-Euro-Verlust. Aber wir sind von den wirklich guten Wahrscheinlichkeiten, die wir sonst immer gesetzt haben, die uns das Wettanalyzer-Tool gegeben hat, sind wir jetzt abgegangen. So, und dieses Weggehen von dieser Strategie haben wir, wie gesagt, gleich hier an der Stelle bezahlt. Vorher war es echt gut. Also wir haben vorher von 9 Wetten, hier ab dem 21.06. haben wir den Wettanalyzer eingesetzt. Ab hier quasi, da hatten wir von 9 Wetten, haben wir 8 gewonnen. Und dann haben wir uns hier hinreißen lassen. Also was sagt uns das? Der Wettanalyzer hat sich bisher gut geschlagen, wie ich finde, aber man darf sich eben auch hier nicht dem Leichtsinn hingeben. So, und deswegen machen wir heute wieder etwas, was wir für langfristigen Aufbau unseres Wettkontos tun können. Und zwar gucken wir mal, was können wir denn eigentlich tun. Spiele sind geladen, wir gucken in die Auflistung rein und wir schauen mal, das sind so Spiele, die wahrscheinlich dann eher morgen laufen werden. So, wir klicken gleich mal ins erste rein. Ich habe wie immer keine Ahnung von den Spielen, keine Ahnung von den Ligen. Das mag dem einen oder anderen jetzt gefallen, den meisten wahrscheinlich nicht. Ist mir ziemlich egal, weil ich teste hier nur dieses Tool, diesen Wettanalyzer. So, und da gucken wir gleich mal. Wir lassen uns nicht mehr auf mögliche Ergebniswetten ein, auch wenn die ziemlich cool sind, sondern wir gehen wieder auf das, was wir ursprünglich testen wollten, nämlich die Über- und Untertore-Wetten. Da ist hier sozusagen eine wieder mit über 75% Wahrscheinlichkeit. Auf die springen wir rauf. Und zwar ist es eine Untertore-Wette mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 78%. Und die werden wir uns jetzt gleich mal reinladen bei Betano. So, was müssen wir eingeben? Slavia Sofia gegen CSKA Sofia. Okay, die werden schon... Okay, so, die werden schon wissen, warum sie das so nah beieinander gelegt haben. Wir gucken in unser Wettkonto und gucken rein. Was müssen wir jetzt machen? So, wir geben mal hier ein CSKA Sofia. Da haben wir es doch schon. Slavia Sofia gegen CSKA Sofia. Und wir brauchen eine unter 3,5 Tore Wette. 1,24er Quote ist nicht viel, aber Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das so passiert. So, und die wetten wir gleich wieder mit einem Fünfer. Und packen die gleich mal rein. Wette platzieren. So, zack. Zurück in unseren Wettanalyzer, weil hier sonst haben wir nichts weiter verloren. Wir gehen mal rein. Bulgari wahrscheinlich, Bulgarien. Was haben wir hier? Ada gegen Botev Plovdiv. So, geben wir mal ein, gucken wir mal hier. Hier haben wir noch eine schöne Wette, unter 3,5 ebenfalls. Ja, über 1,5 auch schön, aber liegt halt nicht in unserer Strategie. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt damit. Ihr könnt ja sowas wetten. Ich mache es hier nicht, weil ich will hier an der Stelle eben langfristig Wettkonto aufbauen. So. Was sollte ich eingeben? Schon wieder vergessen. Ada gegen Botev Plovdiv. Wir wechseln wieder zurück, klicken auf die Suchenfunktion. Ada. Da haben wir es. Das ist unser Spiel. Wir gucken mal, ist eine 1,2er Wettquote. Ist nicht viel, ja, ist tatsächlich nicht viel. Und die meisten sagen, ja, ist viel zu wenig, sowas brauchst du nicht wetten und so weiter. Ja, natürlich nicht, Leute. Ja, also ich sag mal, mit 5er vielleicht nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass das Ding kommt. So, und jetzt stell euch mal vor, ihr setzt einen 100er, dann sind einfach 14 Euro im Sack, ja. Oder 200 Euro, dann sind einfach 28 Euro im Sack. So, und wenn ihr davon drei solche Wetten gewinnt, dann habt ihr einfach mal 75 bis 100 Euro am Tag gemacht. Kann man auch. So, warum nicht? Ich mache das jetzt eben alles mit einem 5er und das gibt immer nur ein paar Euro oder Cent oben drauf, aber klappt auch, ehrlicherweise, wenn man es lange genug macht. So. Also glaube ich jedenfalls, ob es
das so ist, werden wir hier, wie gesagt, testen. So, haben wir auch gesetzt. Wir gehen in die nächste, ins nächste Spiel. Lam Dong gegen... Na, ist egal, weil sind keine Daten vorhanden. Nicht jedes Spiel kann ausgewertet werden. Die meisten, aber das sind hier wahrscheinlich so. Solche Spiele, die vielleicht gar nicht stattfinden gerade. Oder zu wenig Daten vorhanden waren. Das geht wieder. Wir gehen in die Tippübersicht. Interessant ist über 1,5 Tore. Gerade so mit 75%. Wir gucken mal, was wir da für eine Quote kriegen. Duck Luck gegen An Giang. So. Okay. Wie wurde es geschrieben? Duck Luck. Gut, da wird es nicht so viele Mannschaften geben. Gegen An Giang. Und das war eine über 1,5 Tore-Wette mit 1,24. Den nehmen wir mit. Auch hier packen wir einen Fünfer rein. Haben wieder drei Wetten gesetzt. Wir hören noch nicht auf, sondern wir machen noch mal weiter. Wir setzen heute mal 5 Wetten. Hyundai Steel Red Angels. Mögliches Endergebnis. Hier interessante Übersichten. Ist nicht besonders viel, was da drin steht. Unter 3,5. Da können wir mal gucken. Ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wird wahrscheinlich auch eine geringe Quote sein. Hyundai Steel Red Angels. Mal gucken, ob es das gibt. Hyundai Steel Red Angels gegen Sports Toto. Das kann es ja nur sein. Ja. So. Und das war die Wette. Die hat man hier Tippübersicht. Unter 3,5. So, unter 3,5 gibt es hier gar nicht die Wette. Nur unter 2,5 oder unter 4,5. Aber da finde ich hier die 1,3er-Quote echt ganz gut. Die nehmen wir mal mit. Auch cool, ja. Also gucken wir mal tatsächlich auf etwas, ja, leicht höhere Quoten. Mag dem einen oder anderen immer noch zu gering sein. So, aber dann, mein Gott, kann man eine Kombi-Wette aus reinmachen. Und schon hast du mal eine 1,6er, 1,7er, 1,8er-Quote. Vielleicht auch mal eine 2er oder so, ja. So, und warum nicht? 2 oder 3 kombinieren auf eine Kombi-Wette, wer es mag. So. Mich würde es mal reizen, tatsächlich. Ja, und da streiten sich ehrlicherweise die Geister. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Ja, mein Gott, wie gesagt, mir egal. Ich will testen, ob das Tool hier was bringt. Eine 81%ige Wahrscheinlichkeit, sehr hoch. Was haben wir hier? Bing Puok. Gucken wir mal. B-I-N-H. Wok, PNH. Gibt's nichts. Doch, Bin Fuok gegen Sanakan. Ja, gibt's. Also ist ja genial, ja. Also irgendwie finde ich es cool, dass man hier wirklich auch alles findet bei Betano. Das finde ich echt gut. So. Was wurde hier vorgeschlagen? Eine über 1,5 Tore Wette. Man könnte sich auch zu einem unter 3,5 hinreißen lassen. Machen wir jetzt aber nicht in unserem Test, ja? Ihr könnt das machen. Ich finde es grundsätzlich interessant. Über 1,5, 1,24er Quote. Ja, ist doch mit einer über 80%igen Wahrscheinlichkeit ziemlich geiler Deal, ja? Also muss man halt auch immer ins Verhältnis setzen, ne? Das Risiko gegen die Quote, finde ich, ja? Das, was das Tool hier auszeichnet, ist, es gibt dir hier wirklich eine geniale Wettwahrscheinlichkeit an. Rein mathematisch natürlich berechnet. Rein mathematisch, ja. So, aber da sind die letzten Spiele mit einberechnet. Waren die gut, waren die schlecht? Wie sind die auf die Mannschaften getroffen in den letzten Jahren, in den letzten Saisons? Wie waren die letzten Spiele überhaupt? So, und das ist natürlich auch etwas, hat was mit einer Mannschaftsentwicklung zu tun. Sind die gut gewesen, sind die schlecht gewesen, ja? Haben die bisher immer nur grottig gespielt, die letzten Spiele, oder war das jetzt alles, haben sie sich stark gesteigert? Das fließt ja hier schon alles mit rein. Deswegen sehr gut. Also, wir hatten vorher, das müsste man eigentlich auch mal vergleichen, eine 1,2er-Quote bei um die 75%, und jetzt haben wir eine 1,2er, 1,3er-Quote bei über 80%, ja? Also, da findet man auf einmal auch echt bessere Quoten für langfristigen Aufbau des Wettkontos. So denken wir jedenfalls, dass es klappen kann. Ansonsten, wie gesagt, hier kann das Tool noch eine ganze Menge mehr, mögliches Endergebnis ausrechnen, und das Tool kann euch auch zeigen, wie viele Tore erwartet sind und auch, ob ihr eine doppelte Chance setzen solltet oder wer das erste Tor machen wird und so weiter. Zeige ich auch die Durchschnittsquoten an, die man hier so findet im Internet. Und ja, also gibt es hier auch höhere Quoten, ne? Eine 5er-Quote, aber ist ja Quatsch. Bei über 4,5 Toren, ja, oder hier eine über 3,5er-Tore-Wette, also dass mindestens 4 Tore fallen. So 36% Wahrscheinlichkeit, da gibt es natürlich auch eine leckere Quote. Ja. Hier, die ist auch in Ordnung. Über, also um die 60% und 1,7
Quote. Und dann guckt man halt bei seinem Buchmacher, was man da so bekommt. Ja. Also finde ich tatsächlich so ganz gut. Also wir haben gesetzt, wo stehen wir jetzt also mit einem Wettkonto mit unseren 5 Wetten bei 57,55 Euro. So, Daumen drücken, gucken, was das Tool uns so beschert. Und die Auswertung gibt es morgen. Wer das Tool haben will, klickt auf den Link unter diesem Video. Gibt einen Rabattcode, den könnt ihr bekommen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an info@wettscheine.net, dann bekommt ihr einen 20% Rabattgutschein. So, info@wettscheine.net und wir sehen uns morgen. Also bis dahin, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch solche Videoformate gefallen. Bis dahin, ciao.